Schnell! Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Lego Marvel Super Heroes. Wir zocken jetzt die Vollversion und der kleine Hund und seine Knochen fliegen hier durchs Weltall. Das Ganze auf der PlayStation 3, wie ihr schon seht, unten an den Knöpfen. Blablabla, Untertitel an, alles passt. Los geht's direkt. Gar nicht viel lang rumquatschen. Und ja, schauen wir mal einfach rein. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Leute, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn es der Fall ist, gerne mal schnell einen Daumen nach oben da lassen. Am besten, bevor es jetzt richtig losgeht. Wäre super. Danke dafür schon mal. Und fangen wir an. Surfer, aber dir geht's jetzt an den Kragen. Iron Man! Dann nähert sich ein Schiff. Vorsicht, es eröffnet gleich das Feuer. Tony, bist du okay? Au, au und mehr au. Diesen kosmischen Steinen werde ich die Welt beherrschen. Aber erst sollte ich wohl besser dafür sorgen, dass sie nicht zerstört wird. Einfacher wäre es gewesen, das Brett intakt zu lassen, als du es dir geschnappt hast, anstatt es in 1000 Stücke zu zerschießen. Die Avengers sind aufgetaucht. Die machen jeden guten, bösen Plan zunichte. Dein Plan ist immer noch fantastisch. Schlechte Wortwahl, Gott der Lügen und der Streiche. Ich finde ihn eher spektakulär, vielleicht auch überwältigend. Ich habe jeden nur erdenklichen Schurken, Gauner und verwegenen Günstling angeheuert. Sie alle helfen mir beim Bau von Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Den Mund ganz schön vollgenommen, aber gut. Apropos. Ruhe! Wir müssen noch mehr dieser mächtigen kosmischen Steine finden, damit meine Waffe funktioniert. Zu Befehl, Dr. Unheil. Okay, ihr Bullen! Ich lasse diese Macker gehen, sobald sie mir die kosmischen Steine gebracht haben! Warum haben die mich hier nicht zum Aufseher gemacht? Dieser Typ hat doch Sand im Hirn. Mitten im Berufsverkehr im Hauptbahnhof Geisel nehmen? Das nenne ich mal kriminell. Denk in Zukunft immer daran. Erst gucken, dann springen. Ich weiß, Schurken.
Die Shield-Typen glauben, wir müssen uns einen sorgfältigen Angriffsplan ausdenken. Oder wir hauen uns einfach durch nach drin. Guter Plan. Willkommen zurück in New York, Gentlemen. Was für ein Chaos. Haben wir in dieser Stadt nicht eben erst aufgeräumt? Vergiss nicht, du agierst im Team. Du kannst jederzeit den Charakter wechseln. Halt! Denk dran, dass du dich wieder zurückverwandeln kannst, wenn du dich beruhigst. Nein, Halt wird sich niemals beruhigen. Ist doch wohl klar, oder? Alles klar, so. Sandmann habe Geiseln im Bahnhof genommen. Sandmann! Das ist geil. Das ist immer noch so geil. Wir brauchen was Sprengstoffartiges für diesen Silberlego. Bam, Junge, zack, zack! Im Zweifel einfach draufhauen. So sieht's aus. Das ist meine Devise. Wow! Dafür ist diese Taste also da. Bam, weg damit. Ja, das kennen wir schon alles. Das ist ja der Anfang der Demo. Aber das machen wir natürlich ganz schnell nochmal. So, kein Problem. Gibt's nichts mehr zu werfen? Versuch mal den Boden aufzureißen. Wirf es weg! Ihr müsst wohl an Abomination vorbei, um reinzukommen. Das verstehe ich jetzt echt nicht, dass er den Namen so ein bisschen Englisch ausspricht. Abomination. Aber dann Sandmann sagt. Wirf es doch mal weg jetzt, Hulk. Genau. Weg damit. Klein Sandmonster, weg von Hulk. So. Da es jetzt die Vollversion ist, wenn man natürlich ein bisschen mehr die Sachen einsammeln. So. Genau, jetzt muss ich glaube ich wieder mit ihm darauf ballern, oder? Bam, 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 bam. Go, 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 Hulk! Du bist der Beste! Was soll das denn? Bam! Bam, 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 bam! Hulk! Mach es, Junge, mach es! Warum haust du dich selber? Hör doch mal auf damit! Hulk-Möse! Alles Sand, aber es wird trotzdem kein Strand. Was ist das denn? Speicherpunkt. Weg mit euch, weg mit euch. Iron Man, hilf mir mal eben. Mann, ihr Schweine! Das ist uncool gewesen, das ist richtig uncool gewesen von euch. So, her damit. Und jetzt. Genau, zack. Nummer 1, da muss wieder Iron Man. Bereits gewonnen mit links. Sieht aus, als gäbe es eine ungeplante Landung im Hauptterminal. Hulk hasst Verspätung. Sag mal, für die Witze bin ich doch zuständig eigentlich. Das ist ganz gut dann, wenn Hulk Verspätungen hast, werdet ihr ihn niemals in einer deutschen Bahn sehen. Komm schon, 5 Stück noch.
Hauptquartier. Sieht aus, als wäre das Menetheke für euch. Mauern nicht gut, halten nur Menschen auseinander. Was ein weiser Spruch von Hulk. Zumindest weiß ich jetzt, wo ich nächste Woche. Hey, los! Stand da gerade True Believer? I'm a Believer. Und so weiter. Ihr kennt das Lied sicherlich, oder? Kennt ihr das Lied? Ich hoffe doch. So, bastel, bastel, bastel. Und jetzt die Spritzpistole. Schön einseifen die Kacke. Jetzt mach die Wand kaputt. Der Schlosskönig bin dann wohl ich, ihr Supernullen. Viel Glück, wenn ihr hier vorbeikommen wollt. Aua, 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 warum geht das jetzt nicht? Ich sehe ja nicht mal, was mich trifft. Hat mich Iron Man jetzt abgeballert? Ja, ich muss pupsen. Los geht's. Was trifft mich denn da? Sag mal, wie war denn das so? Ach so, ja. Dann erstmal das kaputt machen. So. So viel also mit, wir nehmen die U-Bahn zum Bugle. Scheint, als müsste ich mir meinen Weg durchkämpfen. Wow. Danke, dass du vorbeigehüpft bist, Spider-Man. Ihr Avengers habt es schon wirklich drauf, Chaos anzurichten. Hey! Das habe ich gerade ersetzt. Ich wusste schon immer, dass um deinen Namen viel Wirbel gemacht wurde, Tony. Aber das hier geht etwas zu weit. Wir müssen den Strom ausschalten. Pepper sagt ja immer, ich stehe mir selbst im Weg. Smash. Okay. Kannst du an einem Faden schwingen? Ah, natürlich kannst du das. Ja, das kann er. Okay, brauchen wir hier Hulk oder ihn da hier? Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Zieh, Spider-Man. Hier können wir wieder speichern. Genau, brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay, wie kommen wir denn jetzt runter? Ah, okay, alles klar. So, Spider... Alter, warte mal. Ach so, ich dachte, es wären lilane Steine, aber ich habe mich noch verguckt. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Nichts, was mit Wände hochklettern, nicht... Alles klar, danke. Immer diese hilfreichen Tipps.
Ist nicht schlecht. Na komm! Hä? Warum geht das jetzt nicht? Ah, von hier unten, okay. Es muss mir ja mal einer sein, dass das einen riesen Unterschied macht, ob ich das jetzt von da oben oder von da unten mache. So, runter mit dir, Spidey. Genau. Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Weiter geht's, Jungs. Scheint, als hätte ich alle Hände voll zu tun hier. Ist schon lustig, ne? Wäre schon lustig. Der Kollege. Alles klar, alles klar. Wollen mal sehen, wie wir das hier hinkriegen. Nein, 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 nein. Plopp, plopp. Denk dran, dass du dich wieder zurückverwandeln kannst, wenn du dich beruhigst. Wenn du dich beruhigst. Und wieder in Hulk verwandeln kannst, wenn du sauer wirst. Genau. So, jetzt greift die Scheiße hier. Wenn man dieses Wasser nur gefrieren lassen könnte. So, schnell das Ding zusammenbauen. Schmelze. Nein, ich meine, ich erstarre. Ich erstarre. Oh, was für eine Welt. Nein. Nein, Slow Motion. So, was war das jetzt? Genau, jetzt wieder einschlagen mit Hulk. So war das ja. Ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Ich habe schon genug Probleme, auch ohne Sand in meinem Kostüm. Was macht Spider-Man da? Was ist denn das für ein Geräusch? Ihr glaubt, ihr könnt mich aufhalten? Jetzt zeige ich's euch. Dieser Typ treibt's echt zu weit. Hat da jemand was von Treibsand gesagt? Stimmt, mir wankt der Boden unter den Füßen. Na komm schon. Komm schon, Sandmann. Da drauf vielleicht? Yes. Ich hasse es, so hammermäßig überlegen zu sein, aber ihr zwei habt es nicht anders verdient. Wir sind zu dritt, aber macht ja nichts draus. Yes. Treffer Nummer 2. Oh nein! Ich hasse es, so hammermäßig überlegen zu sein, aber ihr zwei habt es nicht anders verdient. Komm, 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 Spidey, komm, 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 komm. Und jetzt du. Iron Man, nein! Lad den blauen Stein wieder her.
Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Nein, Mann. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht, wo meine Hauptcharaktere sind. Was soll denn das? Das ist unvorteilhaft. So, weg damit jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Sprudel, sprudel. Spritz, spritz. Und nass ist die eine. Oh, wo bin ich? Sichere diesen kosmischen Stein, Coulson, und lass ihn zur Analyse ins Labor der Fantastischen Vier bringen. Ja, Sir. Hulk, könntest du uns mit dem Schrott hier ein bisschen zur Hand gehen? Ihr nennt sie kosmische Steine? Sie stammen von dem Skysurfer, dem ihr begegnet seid. Reed Richards ist beauftragt, herauszufinden, warum alle so scharf drauf sind. Danke für deine Hilfe, Spider-Man. Bei diesem Einsatz gibt es immer einen Platz für einen Helden wie dich. Als ob ich dafür Zeit hätte. Erstens habe ich morgen eine Trigonometrieprüfung. Für meine Tante soll ich ein Dutzend Eier besorgen und außerdem sterbe ich fast vor Angst. Wer steckt nur dahinter? Was genau haben die vor? Und heißt das, ich kann nicht mehr so lange in der Wanne liegen? Keine Ahnung, ich wünschte, ich wüsste es. Und ja, Tony, begib du dich zurück zum Stark Tower und bring mir ein paar Antworten. Sand Central Station haben wir geschafft. Ich schleunige das mal ein bisschen. Geschichte fortsetzen. Kosmischen Steine, die ich kriegen kann. Meine Arbeit macht Fortschritte. Macht schneller. Und darauf werde ich reduziert? Mich für meine Pläne auf jämmerliche, sterbliche Kreaturen zu verlassen? Auch wenn er einen Kohlenthron und ein Metallgesicht hat. Direktor Fury, Reed Richards ist hier. Mr. Fantastic persönlich, gibt's Erkenntnisse zu diesem kosmischen Stein, den ich geschickt habe? Ich brauche Hilfe. Ist Tony Stark da? Der arbeitet an etwas anderem. Ich habe noch einen Avenger hier. Ich bin eigentlich der erste Avenger, Sir. Hast du Erfahrung mit theoretischer Quantenmechanik und exotischen Energiequellen auf Nanobasis? Ich hatte ein 1+ in Geschichte. Uns wurde bestätigt, dass noch mehr dieser Steine im offenen Meer niedergegangen sind. Hill, ich brauche ein Shield-Forschungs-U-Boot, um die kosmischen Steine einzusammeln. Cap, du und Reed Richards, ihr begebt euch zum Baxter Building und helft, wo ihr könnt. Ich kann immer ein paar Kriegsanleihen verkaufen. Hill, noch was Wichtiges. Mittagessen. Ich nehme Shawarma. Stark kennt einen guten Laden. Männer, wir brauchen euch beim Baxter Building, und zwar pronto. Direktor Fury möchte so viele Informationen über diese kosmischen Steine wie nur möglich. Okidoki. Anscheinend ist das jetzt hier das Hauptquartier, oder was? Nein!
Ich wollte gar nicht nach unten. Oh, sorry. Die geile weiße Powersträhne hier auf beiden Seiten. Geil. Schon ordentlich drauf, ja. Willkommen im Kommandozentrum des Helicarriers. Cool, was? Du kannst Missionen wiederholen, wenn du sie auf der Zentralkonsole auswählst. Ja. Super cool. Wir sind eh falsch hier unten, ne? Captain America! Ich stecke fest. Kann ich auch geil mein Schild werfen? Ja. Geile Sache. Oh, was ist das denn hier? Was ist denn jetzt hier? Ja, der neue Iron Man, wollte ich schon sagen. Der neue Thor-Film ist ja draußen. Hab schon ein bisschen was drüber gehört. Noch nicht gesehen. Aber der soll wirklich sehr gut sein. Und soweit ich gehört habe, auch besser als der erste Teil. Und den fand ich persönlich schon gut. Hab natürlich auch einige Stimmen gehört, die den nicht so gut fanden. Aber mir hat das schon Spaß gemacht. Weil ich halt auch Chris Hemsworth finde ich ganz cool, die Flocke. Ist halt immer unvorteilhaft für uns Typen, wenn wir das mit einer Frau gucken, solche Filme mit ihm. Weil der läuft ja immer Oberbody Free rum durch die Gegend und muss da seinen Prachtkörper zeigen. Naja, das kennt man ja schon. Naja, aber der ist auch ganz cool, hat natürlich auch eine super geile deutsche Synchronstimme bekommen. Einfach. Ja, Tommy Morgenstern hier, die alte Synchronstimme von Son Goku. Ja, die ist halt einfach auch geil. Was soll man da machen? Naja. So, ich blicke es gerade gar nicht. Achso, wir müssen zu dem Punkt. Wir kriegen sogar so ein Hologramm, was uns zeigt, wo wir hin müssen. Aber bevor wir da weitermachen, würde ich mal sagen, mach hier erstmal einen Cut. Oder? Mach hier schon einen Cut. Ach, wir gehen erstmal weiter ein bisschen. Was müssen wir denn machen überhaupt? Woo! Na komm, das nehmen wir noch mit. Nein, da waren so viele blaue Stellen. Woo! Da scheint was los zu sein. Oh oh. Der Fanclub der Fantastischen Vier ist wohl in der Stadt. Es wird nicht einfach sein, mitten in der Menge zu landen. Du hast recht. Lieber im Park gegenüber. Oh yeah. Sicher gelandet. Ja, und ein neuer Captain America Film kommt ja auch. Da muss ich sagen, der war schon der erste. Auch hier mag ich Chris Evans. Ich mag den eigentlich. Ist jetzt nicht ein überragender Schauspieler oder so weiter, aber er ist schon, na, sagen wir mal, sympathisch. Da fand ich den ersten Captain America, auch wenn ich die Figur eigentlich recht interessant finde. Auch wenn viele dann sagen, bla, hier, von wegen, Patriot, bla bla bla, das juckt mich alles überhaupt nicht. Entweder ist die, cool, die Figur cool oder ist sie nicht. Er kann auch von mir aus Captain Bangladesch sein, weißt du? Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber so wie der Trailer aussieht zum Beispiel von diesem Film, der könnte auch wiederum besser sein als der erste. Mal sehen. Fuck, jetzt sammle ich hier die ganze Zeit Sachen ein. Das muss ich machen. Das tut mir leid. Okay. Wo willst du denn lang? Hier lang? Muss ich das aufwerfen vielleicht? Oder gehen wir wohl ganz anders raus? Ist ja überall hier die Fans, weißt du, die Fans, die warten. Die haben uns gesehen, scheiße. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier einfach durch das Tor raus. Oder nicht?
Oder bin ich doch falsch gelandet? Aha. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Das hätte nicht passieren dürfen. Das Sicherheitssystem muss versagt haben. Lass mich durch, wir müssen das Ding irgendwie lahmlegen. Ah, ich bin dabei, ich bin dabei. Wir berichten live vom Baxter Building, dem Hauptquartier von Manhattans beliebte Heldengruppe, den Fantastischen Vier. Es scheint hier einen Einbruch gegeben zu haben. Zeugen berichten, sie hätten einen lauten Knall vom Dach gehört. Ist das Ding vielleicht... Was ist dein Ernst? Oder droht Reed Richards und seiner Truppe doch größerer Ärger? Bleiben Sie dran! In Kürze erfahren Sie weitere Einzelheiten. Wirklich? Okay, Cap. Kannst du das abwerfen? Ja, tatsächlich. Vor allem, wie das auch schon so farbig markiert ist. Ja. Das ist so schön. Das ist ein reiner Zufall wahrscheinlich auch, ja? Okay. Nee, warum springen die denn immer direkt runter, Mann? Lass das doch mal sein. Hier solltest du rübergleiten können. So. Bam, 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 bam. Okay, okay. Oh mein Gott! Aua! Nein, aua! Das funktioniert einwandfrei. Leider. Ich möchte wissen, wer genau es benutzt. Ach, ich muss bestimmt Captain America machen. Aua, 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 aua! Noch ein Schuss. Ah, Alter. Okay. Oh Mann, ey, wir haben es geschafft. Na gut, Leute, aber jetzt... Oh Gott, jetzt kommt eine Katze. Die obersten 5 Stockwerke des Baxter Buildings gehören den Fantastischen Vier. Aktuelle Pläne gibt es nicht, da Reed Richards das Layout seiner Labore ständig abändert. Okay, alles klar. Na komm, was ist denn jetzt hier? Dr. Doom, ich bin's, Dr. Octopus. Ich habe ihn gefunden. Zerstört sie, Octobots! Nein! Na gut, Leute, aber jetzt hier gibt's eine Pause, denn so lange sollte der erste Part eigentlich auch nicht werden. Deswegen, lasst auf jeden Fall was dafür da, wenn es euch dann gefallen hat, dass der Part jetzt extra, extra, extra long ist. ihr wisst schon. Ja, wenn ihr auch allgemein auf das Projekt Bock habt, das unterstützen wollt, dann gerne wirklich mal kurz einen Daumen nach oben geben. Dauert 2 Sekunden, Leute, aber ihr hilft wirklich sehr, sehr weiter. Mehr als ihr wirklich denkt. Und sorgt damit dafür, dass mehr Videos von Lego Marvel Super Heroes kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und so weiter. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Haut rein, Leute, und tschüss!